In den Osterferien 1971 fahren wir über Innsbruck und Südtirol zum Gardasee, wo wir eine Ferienwohnung gemietet haben. Erste Rast machen wir in dem oberbayerischen Luftkurort Kochel. Im Bild sehen wir das Denkmal des Schmieds von Kochel. Der Kochelsee. In Zirl, 15 Kilometer westlich von Innsbruck, erreichen wir das Inntal. Da wir in Innsbruck übernachten, bleibt Zeit für einen kleinen Stadtbummel. Das Helblinghaus in der Herzog-Friedrich-Straße war ursprünglich ein spätgotisches Bürgerhaus. Die spätbarocke Fassade, in der bereits Motive des Rokoko anklingen, erhielt es Anfang des 18. Jahrhunderts. Der neue Hof mit dem goldenen Dachel diente Kaiser Maximilian I. als Zuschauerloge bei Festlichkeiten. Seinen Namen erhielt das Wahrzeichen Innsbrucks von dem mit vergoldeten Kupferschindeln gedeckten Erker. Die Annasäule in der Maria-Theresia-Straße erinnert an die Vertreibung der bayerischen Truppen im Jahre 1703. Innsbruck wird eingerahmt von einer imposanten Hochgebirgslandschaft, deren Gipfel bis an 2650 Meter heranreichen. Die Altstadt von Sterzing im Südtirol besteht im Wesentlichen aus diesem Straßenzug. Auch in Bozen nehmen wir uns die Zeit für einen Stadtbummel. Die Kirche mit dem glasierten Dach ist die Hauptkirche der Stadt und bischöflicher Dom. Lebhaft und bunt ist der Obstmarkt, der schon 1299 urkundlich erwähnt wurde und auf dem Goethe auf seiner Durchreise nach Italien Pfirsiche einkaufte. Im Etschtal benutzen wir die Autobahn, um schneller ans Ziel zu gelangen. Wir erreichen Riva und damit den nördlichen Zipfel des Gardasees. Über atemberaubende Serpentinen geht es weiter am Westufer des Gardasees entlang. Ein erster Blick auf die Ferienhaussiedlung oben am Hang, in der wir eine Wohnung gemietet haben. Es war eine gute Wahl, denn wir haben einen schönen Blick auf den See. Monte Cucu ist ein kleines Bergdorf südlich von Maderno. Der Ort Maderno, zu dem auch unser Feriendomizil gehört. Über den Zwillingsort von Maderno, er heißt Toscolano, hinweg blicken wir auf den 2200 Meter hohen Monte Baldo. Während die Frauen sich um den Haushalt kümmern, machen Ronald und ich eine kleine Bergwanderung. Die Stadt Salò hat eine schöne Uferpromenade und
für Hertha besonders wichtig, einen Markt. Der Ort Bogliacco ist berühmt für seinen Yachthafen. Gargnano ist ein malerisches Fischerdorf und eine der stilleren Ortschaften am See. Am dritten Urlaubstag fahren wir auf der Gardesana ein Stück gen Norden, um nach Limone zu gelangen. Das Klima am Gardasee ist so mild, dass hier Zitrusfrüchte gedeihen. Der kleine Ort Limone mit nur 1500 Einwohnern liegt an den Hängen der steil abfallenden Cima della Mughera. In Limone findet man üppige Gärten, in denen Zitrusfrüchte gedeihen, windgeschützte Uferbuchten, schöne Parks und romantische Gassen. Von Limone fahren wir dann zurück über die Gardesana in Richtung Maderno. Unterwegs biegen wir noch in ein Seitental ein, das durch eine malerische Schlucht führt. Einen weiteren Ausflug unternehmen wir an das Ostufer des Gardasees. Die Stadt Riva haben wir bereits am Tag der Anreise durchfahren. Jetzt nehmen wir uns die Zeit, sie uns etwas genauer anzusehen. Riva, am Fuß der Tridentiner Alpen gelegen, hat viel südliches Flair. Die ausgedehnten Hafenanlagen sind Zentrum des regen Schiffsverkehrs auf dem See. Torbole liegt am Flaschenhals des Sees. Hier hat Goethe auf seiner Italienreise gewohnt. Heute ist Torbole wegen seiner frischen Brisen bei Surfern beliebt. Malcesine war schon zur Zeit der Langobarden und Franken ein befestigter Ort.
Hier ist die Talstation der Seilbahn auf den Monte Baldo. Im Winter kann man dort oben Ski laufen. Das sichert dem Ort eine saisonunabhängige Konjunktur. Die Uferpromenade in Garda. Diese Stadt gab dem See seinen heutigen Namen. Von Torri del Benaco nehmen wir die Fähre zurück ans Westufer. Venedig ist nicht weit und so unternehmen wir einen Tagesausflug dorthin. Auf der Fahrt zum Passubio-Pass kommen wir an der Einsiedelei San Colombano vorbei, die an der Felswand klebt. Wir sind auf dem Passubio-Pass. In der Nähe des Bahnhofs von Venedig stellen wir unser Auto in ein Parkhaus ab. Mit dem Boot geht es vom Bahnhofsvorplatz über den Canale Grande in Richtung Markusplatz. Links sehen wir die Kirche der Barfüße, in der letzte Doge begraben liegt. Ein Blick in den Canale di Cannareccio und auf den Palazzo Labia. Heute Sitz der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt RAI. Fondaco dei Turchi, ein Wohnhaus und Warenlager aus dem 13. Jahrhundert. Das Gebäude war bis 1838 im Besitz türkischer Kaufleute. Die Rialto-Brücke ist eine von dreien, die den Canale Grande überspannen. Sie ist die älteste und berühmteste. Sie besteht aus drei Fußgängerwegen, von denen der mittlere von Läden gesäumt ist. Wir nähern uns dem Punto della Salute mit der Barockkirche Santa Maria della Salute aus dem 19. Jahrhundert. Am Ende des Canale Grande blickt man auf die vorgelagerte Insel San Giorgio Maggiore. Dies ist der mittlere Fußgängerweg auf der Rialto-Brücke mit den Ladengeschäften. Die Basilika di San Marco ist der aufwendigste Sakralbau Venedigs. Die Fassade ist 52 Meter breit. Die Kirche wurde als letzte Ruhestätte des 828 von venezianischen Kaufleuten aus Alexandria entführten Leichnams des Evangelisten Markus errichtet. Der 98 Meter hohe Campanile wurde im 12. Jahrhundert vollendet. Er stürzte 1902 ein, wurde aber anschließend originalgetreu wieder aufgebaut. Der Dogenpalast und auf einer Granitsäule davor der Markuslöwe. Jetzt auf der Säule links thront der heilige Theodor. Die Seufzerbrücke verbindet den Dogenpalast mit den früheren Gefängnissen. Die Seufzerbrücke jetzt im Hintergrund verdankt ihren Namen den Sospiri, den Seufzern, der Verurteilten auf deren Weg zur Hinrichtung. Musik.
Isola di San Michele ist die Friedhofsinsel Venedigs. Der Rückweg aus unserem Urlaub führt uns am Comer See vorbei. Mit 410 Metern ist er der tiefste Europas. Der Ort Muccio, in dem etwas abseits gelegenen Muccio-Tal im Tessin. Am Ende des Tales liegt Ronca Piano. Hier sind die Gassen teilweise so eng, dass wir nur mit angeklappten Seitenspiegeln weiterfahren können. An dieser Stelle ist die Straße zu Ende und wir müssen umdrehen. Eine deutsche Familie, die in diesem abgeschiedenen Dorf lebt, spendiert uns ein Erfrischungsgetränk. Lugano steht zu dieser Jahreszeit in voller Blüte. Mit der Zahnradbahn geht es auf den Gipfel des San Salvatore und von dort oben genießen wir den Blick auf den Luganer See. Wir übernachten in Bellinzona und verlassen jetzt den Kanton Tessin. Vor uns liegt das Gotthardmassiv. Mit der Bahn durchqueren wir den Gotthardtunnel. Wir umfahren Zürich und kommen so durch die kleine Stadt Bremgarten an der Reuss.